So, weiter geht's, ne? Ah, ich muss mir noch was zu trinken holen. Das machen wir gerade. Das sieht ganz gut aus. So. Ja, die Kurve ist echt türkisch da. Kurz vor dem Ende. Ja, weil die zu spitz ist. Und das ist, glaube ich, das Hauptproblem einfach. Ja, gucken wir mal, dass wir diesen Cup heute durchschaffen, dass wir wenigstens etwas gemacht haben. Oder etwas weitergekommen auf jeden Fall. Ja, wenn du zu weit nach links gehst, so will er drehen. Das ist echt gefährlich. Ja, ist echt gefährlich.
Also sei es nicht gute, dass die Strecke echt nicht allzu lange geht. Dass wir vielleicht 50 Sekunden brauchen für eine Runde. Das ist echt gut. Und reicht. Ja, aber es dauert halt extrem lange, bis wir Level auf erreicht haben. Das ist natürlich dann ätzend. So, jetzt haben wir wieder mehr Kurven vor uns. Ja, die Kurven sind sehr, sehr nervig.
Ja, die Kurven sind echt schon hart, ey, auf dieser Strecke, finde ich. Ja, Mist. Immer so in den entscheidenden Momenten gucke ich kurz nach links so und dann zack, musst du in dem Moment auch noch gebremst haben, ey.
Ach, cool. Endlich geschafft. Nur mal 6 Runden.
Also irgendwie immer, wenn ich das Spiel spiele, werde ich nach einer Zeit sofort müde, ey. Total merkwürdig. Sehr, sehr, sehr merkwürdig. So, noch zwei Runden. Dann haben wir es geschafft. Dann fehlen nur noch zwei Rennen. Das Blöde ist einfach, die dauern immer 10 Minuten. Also im Schnitt 10 Minuten, die Rennen. Schafft man leider nicht allzu viel in einer in der Stunde, ey. Machen wir so, dass wir auf jeden Fall das Event hier jetzt noch schaffen. Und dann würde ich sagen, war es das mit Forza für heute. Dann gucke ich mal, dass ich das jetzt im Laufe der Woche nochmal zocke. Weiter zocke, auch wenn es nur eine Stunde oder so ist, ne? Dass man keine Ahnung, dass man sich so Ziele setzt, so, ne? Sagt, jo, wir fangen jetzt an, machen jetzt, versuchen dieses Event hier zu schaffen. Sprich, so und so viele Rennen sind das. Oder dass ich mich halt beim nächsten Mal an dem Ausdauerrennen versuche, im Tsukuba Circuit. Ja. Weil der Drive-Avatar schafft das nämlich nicht. Schafft beide Rennen nicht. Zu Kuba, obwohl wir tausendmal besser sind. Obwohl tausendmal unser Auto, ja nicht tausendmal, aber deutlich besser ist. Verkackt er es einfach hart. Immer so ganz knapp vor Ende, weil das sind 40 Runden zu Kuba Road. Also sprichst du im Schnitt 48 Minuten bist du dabei, wenn du normal fährst. Ja, und der schafft es dann wirklich so in der 35. oder 36. Runde, schafft er es wirklich noch überholt zu werden von den Zweitplatzierten. So, er schafft es wirklich 35 Runden nicht überholt zu werden und dann bam, wird er überholt. Man kommt ja nicht mehr hinterher, weil sein Fahrstil halt so merkwürdig manchmal ist. Also ist ja erkennbar aus dem, was ich gefahren habe. Deswegen vielleicht, wenn ich besser gefahren wäre, vielleicht hätte er das dann besser gemeistert.
Das Problem ist ja einfach, du musst die Ideallinie halt immer so gut wie es geht folgen und das kriege ich ja auch nicht immer hin. Na. Deswegen hat er immer ganz gerne so ein paar Aussätze bestimmt. Naja, auch nicht ganz so toll. So. Dann noch Road America. America. Jo, 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 jo. So ein bisschen durchdrehen geht immer. Muss auch sein. Also wenn ich nicht manchmal so ein bisschen durchdrehe, boah, das wird ganz, ganz schlecht.
Alter. Ja. So. Dann legen wir mal los, New York rocken. Gott sei Dank nur 4 Runden, ey. Ich weiß nicht, ich habe jetzt schon wieder vergessen, was für ein Auto wir jetzt gleich kriegen. War es der Pagani? Ich hoffe, es ist der Pagani. Bei dem können wir bestimmt sehr gut in einem anderen Rennen benutzen und gebrauchen. Ups.
Ja gut, das kann jetzt gute 10 Minuten echt gehen, ey. Ist ja übel. Die letzte Strecke auch noch das längste irgendwie, ne? Naja. Okay, das war schlecht. Okay. Keine Ahnung. Controller war einfach ausgegangen. Oder das Kabel hier hat sich einfach gelöst. Weil eigentlich müsste ich den über Batterie benutzen. Aber ich habe halt so ein Kabel, das dem Controller genug Strom gibt, dass ich damit zocken kann. Ist halt auch ganz gut dann.
So, und die letzte. Dann haben wir es endlich geschafft. Huhu. Also, der hat sich jetzt echt sehr gezogen, das muss ich sagen. Na, will nicht weggehen, das Kribbeln, ey. Das will nicht weggehen. Na, Mist. So, Pagani Zonda. Sieht mega geil aus. Hat aber eigentlich nicht viel drauf. Aber er sieht geil aus. So, damit haben wir den Cup geschafft. Ja gut, aber da sind wir zu langsam für. Spaßenshalber mal so. Ich will nur gucken. So, ne? Letzter. Das heißt schon was. Ich meine, die fahren mit Carrera GT und so weiter.
Na, aber das Tempo, ja, gut. Tempo fehlt mir. Na gut, Leute, das war's jetzt erstmal von Forza. Ja, ich versuche halt mal die Tage es weiterzuspielen. Wie gesagt, wir können jetzt mal kurz gucken, was wir noch sonst so machen können. Hey, immer noch A-Klasse. Nimsa Zonda GR, okay. Ein amerikanisches Duell. Ach so, das sind diese fetteren Wagen, die dahinter kommen. Okay. Und hier dann halt noch das Ausdauerrennen. Die habe ich halt mit Silber geschafft, so, ne? Dann haben wir noch C und B. Und die anderen müssen wir dann halt auch auf Level 50 können wir dann freischalten. Naja, gut, das war's, meine Freunde. Wir sehen uns dann zu einem weiteren Stream zu Forza wieder. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.